So, herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooter. Heute mal mit einem Roller aus Nürnberg. Der liebe Nick, der Besitzer von der Martini oder von dem Martini-Roller, der Inspiration für meinen Kuda, Grüße gehen raus an Nick, hat mir seinen Roller hergestellt und gesagt, Alter, irgendwie läuft der nicht richtig, kannst du mal gucken, das ist alles scheiße. Guck mal, ob du den vielleicht einstellen kannst. Wir schauen uns das jetzt mal an, wir machen jetzt mal eine Eingangsmessung, gucken wir mal, über was wir hier reden, wie wir anfangen, wo der Leistungsstand im Moment ist und dann bedüsen wir das mal so, wie ich das gerne hätte. Und dann schauen wir mal, ob wir was mehr Leistung kriegen, was weniger Leistung, gleichbleibend, wie sich das darstellt. Viel Spaß beim Video. So, was wir sehen ist, dass wir ungefähr bei 7000 Peaken, aber nach dem Peak nicht mehr viel kommt. Also da ist irgendwie sehr, sehr schnell Ende. Das Drehmoment steht recht gut an, also das steht auch relativ direkt nach dem Standgas an. Also ja, aber leistungsmäßig für einen 210er Sport sollte da mehr kommen. Schauen wir es uns mal an, jetzt fange ich mal an umzudüsen und dann gucken wir mal, wo wir enden. So. Jetzt haben wir den Vergaser da ausgebaut und werden uns erstmal den Vergaser angucken, ob der überhaupt dazu in der Lage ist, das so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir werden jetzt den Vergaser entsprechend vorbereiten und dann neu bedüsen und dann kommt er wieder rein und dann gibt's den nächsten Schuss. So, jetzt haben wir den Vergaser umgebaut. Jetzt haben wir einen Venturi drauf. Noch keinen Vergaserdeckel, den mache ich nachher zum Schluss drauf. Dann machen wir zum Schluss nochmal eine Messung. Jetzt fahren wir mal mit umgebautem Vergaser und mit einem Venturi und mit meiner Bedüsung und schauen, was passiert. Yeah.
Das war jetzt Gang 3, Gang 4 und die Ganganschlussmessung. Wir sind eingangs von 18, irgendwas PS jetzt auf 21 PS knapp, also 20,9. Ich würde sagen, hat sich gelohnt. Kann man so rausgeben. So, die Messungen sind jetzt abgeschlossen und ich habe jetzt mal die Kurven hochgeladen. Ich zeige die euch jetzt mal und dann können wir kurz drüber sprechen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir, Moment, ich brauche meinen Zeigestock. So. So, wie ihr sehen könnt, die rote war die Eingangskurve im dritten Gang und die blaue ist die Kurve nach dem Bedüsen. Ja, und da ist der Unterschied zwischen 18 PS und 20,8. Und dann haben wir den vierten Gang auch noch draufgeschmissen und der vierte Gang wirft dann 20,9 und 22 Newtonmeter. Kann sich echt sehen lassen. Also wenn man jetzt mal sieht zu vorher, dass da ein deutliches Leistungsplus entstanden ist und wenn er jetzt schaltet, hat er einfach Leistung im Überfluss und kann im vierten Gang auch schön durchbrettern. Das passt sehr, sehr gut und ja, hat sich gelohnt. Und es sind wie immer, ja, fast 3 PS, ne, oder 2. Ja, 2 PS und aber 3 Newtonmeter. Naja, gut. Aber das macht sich auf dem Roller schon bemerkbar. Keine Frage. Ach so, eins noch, bevor ich gelyncht werde. Natürlich jetzt mal mit Deckel und ihr könnt dann das Diagramm sehen und dürfte aber genauso sein wie vorher. Schauen wir es uns an. So, jetzt ist der Deckel montiert. Jetzt extra für euch nochmal eine Runde mit Deckel. Falls ihr mir nicht glaubt, dass das mit Deckel war. So. Also, für alle, die kritisch einem Deckel gegenüber aufgestellt waren,
hiermit sei widerlegt. Der drückt das Gleiche mit oder ohne Deckel, das ist dem völlig egal. Und ich würde sagen, kann man so lassen. Und in diesem Sinne, jetzt nochmal Tschüssikowski und bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Tschüss.